Herzlich willkommen. Ich stelle euch einer meiner All-Time-Favorite-Games vor. Es ist Prey aus dem Jahre 2006, das von den US-amerikanischen Entwicklern Human Head Studios im Auftrag von 3D Realms entwickelt wurde, von denen es auch die Duke Nukem-Serie. Offiziell ist Prey heutzutage nicht mehr erhältlich. Es ist ein Ego-Shooter und handelt von einem jungen Cherokee namens Tommy, der eine außerirdische Bedrohung abwenden muss. Neben ihm werden viele weitere Menschen Opfer von Entführungen durch Außerirdische, unter anderem sein Großvater Inisi und seine Freundin Jen. Tommy, der während seines Lebens im Reservat zunehmend die Verbindung zu den Gebräuchen seiner Vorfahren und zu seinen übernatürlichen Anlagen verloren hat, muss diese nun neu erlernen und Jen und die anderen entführten Menschen zu befreien. Prey gilt übrigens heutzutage als Urvater des Spiels Portal. Ich spiele es in einer neuen grafischen Qualität mit der Sigmod Modification.